Eine invasive Art, Nutrias. Die Pelztiere aus Südamerika erobern Deutschlands Natur. Sie stammen aus Farmen, die hierzulande längst geschlossen sind. Sumpfbiber werden sie genannt oder auch Biberratten. Jetzt kommen die Nutrias auf den Grill. Fleischermeister Konrad Beierl serviert. Also wir haben jetzt hier das Nutria. Sieht aus wie ein Hase, wie ein Kaninchen von der Größe her. Wir haben ein frisches Fleisch, das riecht man auch schon. Wir haben den gerade aus dem Fell gezogen. Es gibt viele Fragen an den Fleischer und an seinen Kollegen Stefan Kappus. Die Nutria ist ja ein Neozoon, eine invasive Art. Und wir haben als Jäger die Pflicht, diese Arten zu jagen und die Bestände quasi klein zu halten. Aber nur schießen geht ja nicht. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen, das natürlich auch zuzubereiten in verschiedenen Varianten. Wir haben schon Nutria-Nuggets gemacht, wir haben geschmorte Keule gemacht. Also die Variantenvielfalt der Zubereitung, die ist grenzenlos. Auf Gut Basthorst geht es heute rustikal zu. Wir machen jetzt eine Bratwurst daraus. Ich werde die in Schafseitlinge füllen. Ich habe eine wunderschöne Gewürzmischung mit. Und dann gibt es eine Art Chipolata. Das ist eine grob gewürzte Bratwurst, die wir dann grillen aus diesem Nutria-Fleisch. Mit wenigen Handgriffen verarbeiten die beiden Wildexperten das Nutria-Fleisch zur Wurst. Die meisten Besucher auf Gut Basthorst sind vom Fach, gehen als Jäger selbst auf die Pirsch. Nutria-Wurst allerdings haben die wenigsten schon probiert. Wie schmeckt sie denn nun? Intensiv, aber jetzt nicht so mega speziell. Also ich finde, es schmeckt gut. Die Nutria-Wurst war hervorragend. Ich finde es sehr lecker. Ich sag mal so, die Vorstellung, dass man jetzt so, sag ich mal, so eine Ratte ist, ist so ein bisschen komisch, aber der Geschmack ist besser, als wie das hier aussieht. Ja, also das finde ich schon sehr abwertend, das jetzt so zu nennen, weil dafür schmeckt sie einfach wirklich gut. Jetzt zu sagen, es ist eine Ratte, oder es ist Rattenfleisch, das wäre jetzt wirklich sehr abwertend. Keine Ratte, kein Biber, ganz so einfach lassen sich Nutrias nicht einordnen. Im Tierpark Wolgast in Vorpommern klärt Jutta Simon gern auf. Sie sind mit den Ratten wirklich gar nicht verwandt. Sie sind, wenn man jetzt mal bei den bunten Tieren, die wir so gezüchtet haben, genauer hinschaut von der Seite und sich den Schwanz einfach mal wegdenkt, sagen viele kleine Kinder Meerschweinchen. Und die Verwandtschaft ist eigentlich dann schon eher zutreffend. Ne, das sind sehr saubere Tiere. Fast den ganzen Tag sind sie im Wasser und waschen sich und putzen sich. Und von daher sage ich mal, ja, warum nicht? Es ist Fleisch. Und wer Fleisch isst, warum nicht auch ein Nutria? Im Tierpark Wolgast allerdings sterben die Nutrias allenfalls an Altersschwäche. In freier Wildbahn dagegen gelten sie als jagdbares Wild. Mit ihren unterirdischen Gängen gefährden sie den Küstenschutz.